einen schönen Nachmittag wünsche ich. Five Nights at Freddy's, euer Strick- und Häkelkurs, Hogelkurs, Hobelkurs, ja, wäre auch ein Name gewesen. Strick- und Häkelkursverweigerer hat sich ein neues Game angeschafft. Hat eine scheiß Angst, jetzt schon von dem Bild, das reicht eigentlich schon, ich könnte das Video beenden. Also, wir machen mal ein New Game, ich habe das noch nie gestartet. Freddy's Fazbar, Fazbier. Pizza, jawohl. So. Und nu? 12 Uhr nachts. What happens next? Oh! Ja, wo ist das Telefon? Verschiedene Kameradinger durchgucken, keine Ahnung, Überwachungskameras. Ich weiß gar nicht, wonach ich hier gucken soll. Lustig. Ich komme mal zurück. Kann man hier irgendwas? Hm, hier kann man Türen auf und zu machen. Licht an, Licht aus. Ich bin hier. Das ist praktisch neben mir. Das auch. Bla bla bla, genau. Ich habe keine Ahnung, was das mir sagen soll, das Telefonat. Ich finde den Game Sound recht laut. Kann sein, dass ich das ganze Video neu drehen muss dann. Ich gucke jetzt einfach hier, die Kitchen ist dunkel, was ist denn da los? Irgendwelche Figurs. Keine Ahnung, was mir das eigentlich sagen soll hier. If they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume on. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Now, that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with crossbeams, wires, and animatronic devices. Especially around the facial drei area. Stück. So you can imagine while having your head forcibly pressed. Ich habe vor Urzeiten mal da ein anderes Let's Play geguckt, aber oh. Oh. Yeah, they don't tell you these things when you sign up. But hey, first station of the breeze. I'll chat with you tomorrow. Check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. Ach du Scheiße, die kommen ja her. Was ist denn das für ein blödes Kostüm? Kommt er noch zu mir? Also, ich checke die Kameras. Ist da. Wir haben es 2 Uhr nachts. Ich weiß nicht, wie lange ich hier durchhalten muss. Und Power left 57%. Bär und
was weiß ich, Vogelfieh sind noch da und der Hund ist eins weiter. Aber nu, kommt die jetzt zu mir oder? Mensch, ich dachte, das wird mal ein kurzes Video. Och, was habe ich jetzt gemacht? Drei Uhr nachts, der Hund ist noch nicht weitergelaufen. Die zwei sind auch noch da, wo sie sein sollten. Jetzt ist der Hund weg. Ich werde verrückt. Wo ist er hin? Hier nicht, da nicht. Backstage auch nicht. Hier sehe ich auch keinen. In den Restrooms auch nicht. Ja, wo ist er hin? Wo ist er hin? Der kann ja überall sein. Oh Gott. Wo ist er? Oh Gott. Kitchen, habe ich kein Bild. Hier auch nicht? Nein, hier. Hier ist noch nicht. Alter, wo ist der hin? Doch irgendwo sein. Hundi. Und die Musik noch dazu, herrlich. Genau das Richtige für mich, der schon Espresso getrunken hat. Die Türen darf ich wohl nur schließen. Ich habe auch irgendwie nur 26% Strom, keine Ahnung. Hab mich mit dem direkten Inhalt. Da ich mich schon bald vor dem Plakat erschreckt. Ich habe mich mit dem Inhalt noch nicht so ganz befasst. Eigentlich gar nicht. Also, wo ist das Vieh? Ich sehe keinen Hund. Ach du Scheiße. Oh, da erschrecke ich. Was? What? Mir fehlt doch das Vogelvieh. Ah! Meine Güte. Wie können die das so machen? 6 Euro kostet das Spiel. Und ist äußerst gut für die Durchblutung. Und für den Kreislauf. So, Bär läuft... Ach, das ist das Vogelvieh, oder? Ja, genau. Was hier mit neben dem Bären stand. Also kommt die jetzt alle auf mich zu, oder was? Ich weiß nicht, was passiert, wenn die 2% weg sind oder das 1%, geht die Tür dann auf und weg. Oh, geschnappt oder? Oh. What? Okay. Ich glaube, jetzt habe ich ein Problem. Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Diddledidam. Oh. Okay. 6 Uhr. Hey. So, Dankeschön. Ich breche an der Stelle ab.